So, du hast jetzt also deine Gitarre. Schauen wir uns die mal genau an. Gitarre ist ein Saiteninstrument und es bringt den Klang dadurch, dass Saiten schwingen. Siehst du, das ist hier zum Beispiel die E-Saite, die tiefe E-Saite. Wenn ich hier oben ein bisschen drehe, kann ich die Spannung der Saite verändern. Ich mache die jetzt hier ganz locker. Wenn so eine Saite nicht gespannt ist, klingt die nicht sonderlich gut. Ne? Jetzt kann ich die aber spannen. Oh, jetzt wird die schon interessant, oder? Merkst du, die wird immer höher, weil die mehr gespannt wird. Immer mehr gespannt. Das klingt doch schon ganz gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch E ist. So ein gutes Gehör habe ich nicht. Brauche ich aber auch gar nicht, weil dafür gibt es Geräte. Na. Und man muss sich das Leben ja nicht komplizierter machen, als es ist, oder? Jetzt hörst du, jetzt habe ich die eingestellt. Ich würde die jetzt auf den Grundton E zum Beispiel stimmen. Holen wir mal ein Gerät dazu. Manche Gitarren haben ein Stimmgerät drin, wie diese Gitarre hier zum Beispiel ein Stimmgerät und ein paar Einstellungen hat. Wenn ich die an die Musikanlage anstöpseln will hier unten, kann ich die hier oben auch einstellen. Die hat eine Batterie drin und ich kann die Gitarre in sich stimmen. Das ist natürlich eine sehr praktische Sache, weil du brauchst dann kein Stimmgerät. Es gibt dann externe Stimmgeräte im Musikhandel, die kannst du zusätzlich kaufen oder du nimmst dein Handy und lädst dir eine App herunter. Ich habe hier Guitar Tuner. Mal sehen, ob du das sehen kannst. Ja, ich gehe mal noch ein Stück ran. Okay. Ja, das ist eine kostenlose App. Die habe ich mir auf mein Smartphone geladen und die geht auch ganz automatisch. Also mit der kannst du dich auch ein bisschen befassen. Vielleicht mache ich auch ein kleines Video dazu. Aber ist gar kein Problem. Und jetzt stimme ich diese E-Saite ein. Siehst du, ich war schon fast drauf. Die zeigt mir jetzt an, ich muss ein bisschen weniger. Zack, bing, jetzt ist die auf E gestimmt. Gut, wir stimmen die Gitarre dann nachher weiter. Jetzt erkläre ich dir noch, wie dieses Saiteninstrument funktioniert. Ja? Klingt schon fast wie diese Nudelwerbung, oder? Nee, was war das? Müsli. Seitenbacher Nudeln. Also ein Saiteninstrument hat nichts mit Seitenbacher Nudeln zu tun, sondern weil der Klang durch eine gespannte Saite aus Nylon, aus Stahl, geht auch um Darm hat man, oder hier Tiersehnen, ja, von Tieren hat man da genommen. Und damit hat man Saiteninstrumente gebaut. Und Saiteninstrumente, zum Beispiel ein Klavier, wenn es jetzt nicht elektronisch ist, aber ein richtiges Klavier, ein mechanisches Klavier, ist auch ein Saiteninstrument. Da hast du im Klavier drin ganz viele Saiten. Wenn du das aufklappst, kannst du reinschauen. Da sind eine unendliche Anzahl von Saiten und die sind alle eingestimmt. Und wenn du vorne eine Taste drückst, haut hinten ein kleiner Hammer auf eine Saite drauf. Bumm, kann man jetzt hier. Der klingt die also an. Zack. Und dadurch brauchst du bloß einen Knopf drücken. Und gut, was wir machen, ist natürlich nicht mit dem Hammer, sondern wir nehmen unsere Finger. Und zwar, wenn du jetzt, ist alles für Rechtshänder, ja, wenn du Rechtshänder bist, die Finger der rechten Hand. Sonst musst du es umdenken, du musst die Gitarre auch anders stimmen. Für Linkshänder ist aber auch kein Problem. Okay, jetzt haben wir also diese Saiten. Wir haben sechs Stück auf dieser Gitarre. Es gibt aber zum Klavier noch jede Menge andere Saiteninstrumente. Du kennst eine Geige, ja, du kennst auch, weiß ich, Cello und kannst dich ja mal umschauen und wirst dann sehen, alles, was den Klang durch die Resonanz einer Saite erzeugt, ist ein Saiteninstrument. Warum kann man Gitarre relativ gut erlernen? Ganz einfach, weil eine Gitarre in Bünde eingeteilt ist. Ich habe dir gezeigt, dass ich, wenn ich hier drehe, wenn ich die Spannung der Saite verändere, dass sich auch die Tonhöhe verändert, die da abgegeben wird. Also, zack, wenn ich höher drehe, wird der Ton auch höher, also wenn ich die mehr spanne. Ich kann aber statt die zu spannen, einfach die Saite weiter oben abdrücken. Jetzt mache ich die Saite kürzer. Pass auf, siehst du? Ich mache die jetzt mal kurz. Wenn ich loslasse, jetzt kann ich hier wieder abdrücken. Thank you.
Was hier immer so Klick macht, das ist dieses Stimmgerät, das die ganze Zeit mitläuft. Okay, ja, jetzt hast du also hier die Möglichkeit, diese Saite einfach manuell zu verkürzen. Und dadurch spannst du sie noch mehr. Das könnte ich also hier an dem Hebel machen, wäre aber bei einem Lied blöd, wenn ich an allen sechs Hebeln ständig dran rumschrauben müsste. Geht ja nicht schnell genug. Also ist eine Grundstimmung auf die Saiten aufgebracht. Ich stimme die vorher ein und dann kann ich loslegen. Und zwar, indem ich in einem bestimmten Punkt, und das nennen wir Bund, abdrücke. Bei einer Geige habe ich keine Bünde, sondern da geht die Saite gerade durch und ich muss genau den richtigen Punkt treffen. Bei einer Gitarre ist es einfach. Egal, ob ich jetzt, schau dir das mal an, egal, ob ich jetzt hier drücke oder hier, wenn ich im zweiten Bund, erster Bund, zweiter Bund, wenn ich im zweiten Bund drin bin, wird es immer derselbe Klang sein, weil, wenn du hier mal reinschaust, weil du, wenn ich hier drücke, siehst du diese kleine Saite, ne? Wenn ich die hier abdrücke, liegt die hier auf. Wenn ich die hier abdrücke, liegt die trotzdem hier auf. Wenn ich sie hier vorne abdrücke, liegt die auch hier auf. Die liegt also immer an derselben Stelle auf. Es ist immer dieselbe Länge. Egal, wo ich abdrücke. Und das ist eine Vereinfachung, die man sich ausgedacht hat, um genau die Töne zu treffen. Ist also fast schon wie ein Klavier, wo du, wenn du die richtige Taste drückst, automatisch den richtigen Ton triffst. Okay, gut, das soll es erstmal dazu gewesen sein.